Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. So, ich möchte jetzt hier mit euch mir einmal die Winterstrudel hier anschauen und abklappern. Und mal gucken, ob wir es schaffen, alle zu erreichen. Wie viel haben wir denn jetzt gerade, wo ich aufnehme? Wir haben es 18.06 Uhr. Das heißt, echt 18.06 Uhr schon? Oh, krass. Dann, ja doch, dann müsste ich eigentlich alle abgeklappert kriegen hier, bevor die nächsten erscheinen. Und dann werde ich mal schauen, dass ich immer mal noch so ein bisschen im Dinotal weitermache, bezüglich jetzt auch Archäologie. Und dann immer mit euch reinschaue, was sich so aktualisiert hat am Winterdorf und an den Winteraktivitäten und Feierlichkeiten. Immer jeweils mit dem nächstwöchigen Update. Ich werde nicht jeden Tag ein Video machen, was im Kalender ist. Ich werde einfach, nehme jetzt gerade ja noch am 1. auf. Ah, guck mal, hier haben wir einen Winterwunsch. Das sind die Tiere, die wir knuddeln können. Genau. Ich werde da nicht jeden Tag ein Päckchen aufmachen. Ich werde dann einfach mal so ein bisschen sammeln. Und dann guck mal wieder, wie, ja, was da noch so dabei war. So, hier können wir Tiere kuscheln. Also keine richtig krasse Aufgabe. Aber es ist einfach süß gemacht. Das auf jeden Fall. Es ist jetzt keine herausfordernde Aufgabe in dem Moment. Es gibt hier unterschiedliche Sachen, wenn das wieder so ist wie letztes Jahr, wo wir manchmal Aufgaben haben, die uns wirklich so ein bisschen herausfordern, wo wir wirklich ein bisschen was schaffen müssen, Aufgaben lösen müssen. Es wird aber auch wieder Aufgaben geben, wie diese hier, wo wir einfach nur, ja, uns was anhören müssen oder die Tiere knuddeln können, wenn wir möchten. Und dafür bekommen wir dann eben die Wintergrüße. Die sehen so aus, das sind so goldene kleine Sternchen im Inventar. Und die können, hupsala, die können wir dann einlösen. Da ging es noch jemandem so. Die können wir dann einlösen bei dem Julbock gegen, ja, mehr. Mehr Items. Huch, die habe ich jetzt immer. Ja, gut, macht nichts. Was ich mich jetzt gerade so ein bisschen frage, ist jetzt die Julebox-Suche bislang noch nicht drin? Komme ich hier drüber? Nein, komme ich nicht. Ist die Julebox-Suche im Moment noch nicht drin? Weil ich habe nämlich irgendwie gerade das Gefühl, dass man noch keine Juleböcke suchen kann. Da gab es ja nämlich auch mal Wintergrüße. Und ja, wie gesagt, das hat genauso funktioniert wie, das hat genauso funktioniert wie... Ah, doch, da ist er. Hat genauso funktioniert wie die Sache mit den Kürbissen. So, hier ist jetzt einer. Ich weiß nur nicht... wie das jetzt ist in den unterschiedlichen Gebieten, ob wir die dann suchen können immer. Da ist jetzt der Julebock hin. Ah, da oben steht er. Oder ob das jetzt auch schon so eine Aktivität war, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das ist genau das gleiche wie letztes Jahr. Da hatte ich mich das nämlich, meine ich, auch schon befragt und ich war mir nicht hundertprozentig sicher gewesen. Und ja, da ich ja so ein Siebhirn habe, bin ich auch nicht in der Lage, mir das mal 12 Monate zu merken. Es ist schon gut, dass ich weiß, dass Weihnachten ist. Nein, Weihnachten könnte ich nie vergessen. Ich habe das ja schon ganz, ganz, ganz oft erzählt. Weihnachten ist für mich einfach die Zeit im Jahr. Das ist, obwohl es so kalt ist draußen, oder gut, es ist ja auch nicht so kalt, leider, aber obwohl es die kälteste Jahreszeit ist, fühlt sich, finde ich, einfach alles sehr, sehr warm an. Sehr warm und sehr schön und das finde ich schön. Das finde ich, ach, ich mag dieses Gemütliche an Weihnachten. Deswegen finde ich das auch super traurig, dass jetzt schon wieder keine Weihnachtsmärkte sind. Weil für mich sind Weihnachtsmärkte einfach wirklich wichtig, auch wenn sich das jetzt vielleicht albern anhört. Aber ich hätte mir einfach auch mal gewünscht, das ist jetzt das zweite Weihnachten, dass Dennis und ich zusammen sind. Und ich hätte es mir einfach mal gewünscht, dass wir jetzt auch mal wirklich zusammen auf Weihnachtsmärkte gehen können. Wir haben hier tatsächlich bei uns in der Stadt zwar einen, der findet statt mit 2G, aber der ist halt echt nicht schön, muss ich leider so sagen. So, jetzt haben wir 2 Wintergrüße bekommen und dann flog doch, glaube ich, immer hier so ein Lichtchen oder so war es zumindest im 1. Jahr mit den Wintergrüßen, aber so scheint es jetzt nicht mehr zu sein.
Oder vielleicht bin ich auch einfach nur blind gewesen. Lass uns mal gucken. Ich weiß es nicht, wie das jetzt ist. Ob wir jetzt hier in jedem der Gebiete immer... Nee, scheint nicht so zu sein. Oder ich habe das einfach nicht gesehen. Ich habe das immer mit... mehr komisch. Ich bin hier Stunden um Stunden rumgeritten und habe mich in der Zwischenzeit mit einer Freundin unterhalten. Liebe Grüße gehen an dieser Stelle raus an Janine, falls du das siehst. Und wir haben hier einfach, wir sind hier super lange rumgeritten und haben uns unterhalten dabei. Und irgendwie haben wir dann gesagt, okay, das ist so ein Orb, der durch die Gegend fliegt und einem anzeigt, an welchem Ort der nächste Julbock ist. Und das habe ich jetzt gerade eben nicht gesehen, aber das ist auch schon 2 Jahre her. Das war nämlich tatsächlich in dem Jahr, wo... Was war denn da hinten? Ach, das ist auch noch so ein Ding. Das war nämlich tatsächlich in dem Jahr, wo ich langsam angefangen hatte, wie drücke ich das aus? Weiß nicht, wie ich das am besten ausdrücke. Wo ich langsam Ausschau gehalten habe nach Dennis. Wo er mir aufgefallen ist. Wir kennen uns ja tatsächlich schon sehr, sehr lange. Wir kennen uns tatsächlich seit der Grundschule. Ah nee, guck. Ja, aber das ist doch jetzt auch nicht, oder ist... Ist das der Julbock da hinten? Ich weiß es nicht, ob der das ist. Es sieht aus, als ob dieser Nordlichtstrudel in Anführungsstrichen, als ob der beim Silverglade Schloss wäre, aber da war ja irgendwie nichts. So, jetzt machen wir uns mal auf den Weg Richtung Golden Hills. Ich glaube nämlich, dass da noch was ist. Im Übrigen habe ich momentan so ein bisschen Probleme. So, Golden Hill Valley Stall. Ich muss mal noch so ein bisschen rumprobieren. Ich muss ehrlich sagen, ich mag mittlerweile tatsächlich bei solchen Spielen hier wie Star Stable meine Mikroqualität jetzt hier von dem neuen Mikrofon sogar ein bisschen lieber als von dem alten, weil es ein bisschen klarer klingt und weniger dumpf. Aber, da oben müssen wir rauf. Aber das Problem, was ich hier habe jetzt, ist, dass ich, habt ihr jetzt wahrscheinlich gerade auch wieder gehört, wenn ein S am Ende des Satzes ist, dann verschlucke ich das schon mal so ein bisschen. Ich spreche das dann sehr, sehr leise. Und dann wird das teilweise von so einer Einstellung, die ich am Mikro habe, im sogenannten Noise Gate, wird es dann rausgefiltert. Und dann klingt das, als ob ich extrem lispeln würde. Manchmal lispel ich auch so ein bisschen. Ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand lispelt. Ich finde irgendwie sogar, dass sich das ganz sympathisch anhört. Aber es ist halt manchmal ein bisschen blöd, wenn dann so der letzte Buchstabe quasi komplett ausgeblendet wird von dem Filter. Das ist so ein bisschen doof. Und da muss ich noch ein bisschen basteln. Dass ich das noch optimiert kriege. Das ist jetzt gerade für mich noch wichtig. Genau. Ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, das ein oder andere Mal. Ah, nee, warte. Ich glaube, da hinten komme ich nur zu dieser komischen Höhle. Hier waren wir ja jetzt zur Halloween-Zeit zur Genüge unterwegs auf diesen Wegen, aber wenn man hier rumreitet und es ist gar nicht so dunkel, dann sieht es gleich ganz, ganz anders aus. Okay. Ah ja, da oben müssen wir hin. Dann bin ich jetzt hier aber noch ein bisschen falsch, aber wir sind nicht mehr weit davon weg. Wir sind nicht mehr weit davon weg. Jetzt müssen wir hier gleich bei der nächsten Möglichkeit links. Ich glaube, das ist an der ähnlichen Stelle, wie der Altar war. Oder? Ne, da sind wir jetzt hier schon vorbei. Das ist da hinten. Da oben bei der Brücke.
Okay. Dann bin ich ja mal gespannt. Oh nein. Oh. Dann bin ich ja mal gespannt, was uns hier erwartet. Was haben wir denn hier? Sunshine Joy Tree. Oh Gott. Okay, hier sehen wir irgendwie gerade zumindest nicht wirklich was Spannendes. Sehen wir hier was Spannendes? Auch nicht. Warum? Jorviksche Astrologie. Als Reiter durch die Galaxis. Einige seltene Sternbilder sind am besten von Jorvik aus zu sehen, wo die Winterluft dünn ist und die Tage lang und dunkel sind. Schnapp dir ein Teleskop und mit etwas Glück entdeckst du eins der 6 Jorvikschen Sternbilder. Jedes davon repräsentiert ein Sternzeichen. Die Abenteuerin. Ein Sternbild für diejenigen, die sich nach Abenteuern sehnen. Kein Wald ist zu dicht, um ihn zu erforschen, kein Berg zu hoch, um ihn zu überqueren. Du wagst dich mutig in das Unbekannte und erkundest alles, was Jorvik zu bieten hat. In dir schlägt das Herz einer Abenteuerin. Die Harfe. Ein Sternbild für die kreativen Geister. Die Kreativität liegt dir im Blut und auf Jorvik kannst du ihr freien Lauf lassen. Dinge zu erschaffen und die Welt damit zu bereichern, liegt in deiner Natur. Die Schwestern. Ein Sternbild für diejenigen, die die Freundschaft schätzen. Mit deinen Freunden zusammen zu sein, ist auf Jorvik das Wichtigste für dich. Alleine bist du stark, aber zusammen seid ihr nicht aufzuhalten. Die Stute. Ein Sternbild für diejenigen, die sich den Pferden widmen. Dir liegt viel an den Pferden und nichts ist wichtiger als deine Verbundenheit zu ihnen. Aldins Geschenk ist stark in dir. Die Rune. Ein Sternbild für magisch veranlagte Menschen. Magie existiert überall auf Jorvik. Sie ist in unserem täglichen Leben und an manchen Orten ist sie besonders stark. Die Magie von Jorvik ruft dich und du nutzt sie. Der Lebenswächter. Ein Sternbild für diejenigen, die sich mit der Natur verbinden. Du bist eine Kraft der Natur und Zeit in der Natur zu verbringen, gibt dir Energie. Du fühlst dich mit der Natur verbunden wie niemand sonst. Es heißt, jeder auf Jorvik findet ein Sternzeichen, dem er sich besonders verbunden fühlt. Welches Sternbild ruft nach dir? Boah, könnte ich jetzt tatsächlich gar nicht so sagen. Okay, hier haben wir irgendwelche mystischen Sounds, aber hier sehe ich auch nicht wirklich was durch. Aber naja, gut. Ich habe damit jetzt auf jeden Fall schon mal 4 Wintergrüße gesammelt für diese Stunde. Und bin dann mal gespannt, was als nächstes noch so kommt. Wir hatten ja, wie gesagt, zuletzt auch noch andere noch Rennen, für die man das bekommen hat. Und da waren auch noch einige sehr lustige Aufgaben dabei. Gucken wir mal, ob die dieses Jahr auch wieder mit dabei sind. Und gucken wir mal, ob vielleicht dieses Jahr auch das ein oder andere neue kommt. Mehr dazu werden wir dann bestimmt nächsten Mittwoch erfahren. Okay, ihr Lieben. Das war's jetzt für heute. In der nächsten Folge gibt's ein Stallgeflüster und dann kommt nochmal eine Folge im Dinotal. Oder 2 Folgen im Dinotal kommen dann nochmal genau, bevor es dann nochmal hier mit dem Winterdorf weitergeht. Beziehungsweise mit den Weihnachtsquests, wenn es denn was zu tun gibt. Also dann, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal in Star Stable Online. Tschüss!